Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Hof Bergmann. Ja, ich löse heute mein Versprechen ein. Wir kaufen endlich den Hühnerhof. Wir haben ja schön gespart. Und ja, habe ich, um uns das kaufen zu können. Und ja, wir haben zwar erst 27 Hühner, aber ja, mein Gott, was soll's, ne? Dann können die sich ja weiter vermehren und wir können hier schon mal anfangen, alles stattklar zu machen. Ja, ich meine, es ist uns ja schon bekannt, was hier so alles ist. Ja, ist ja jetzt nichts Neues, aber ich freue mich schon die ganze Zeit drauf. Hier ist noch gähnende Leere, das werden wir gleich ändern. Ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet und zwar habe ich, hier in den letzten Ernterunden schon mal jeweils eine Ladung Ballen hinterlassen, die einfach mal hier so vorgeparkt und habe eben schon mal Wasser hergefahren, einen kleinen Bucher hergeholt, weil der mir dort in den Ställen doch etwas gelenkiger, sage ich jetzt mal, erscheint. Aber viel wichtiger, bevor wir hier irgendetwas, ja, jawohl, anfangen zu aufzufüllen, brauchen wir natürlich erstmal unsere Hühner. Die habe ich hier schon auf den Wagen geladen. Und die müssen wir jetzt natürlich als erstes hinfahren. Und dann schauen wir erstmal, was wir alles brauchen. Also Stroh ist klar, Wasser ist auch klar und ich denke mal Getreide. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Schauen wir mal. Erstmal liefern wir unsere 27 Hühner ab. Die werde ich auch gleich in den ersten Stall packen, also gleich vorne links, um erstmal kürzere Wege zu haben, denn das wird ja eine ganze Weile dauern, ehe wir den Stall voll haben. Oder ich kaufe halt nach. Das könnte ich auch machen, weil es sind ja noch drei Ställe zu befüllen und Hühner sind jetzt nicht so teuer. Könnte man durchaus machen. Ja, müsste ich vielleicht nochmal einen Kurs einfahren, dass ich das nicht alles per Hand kaufen muss und hin und her fahren muss. Aber ja, erstmal geht es um die 27 Hühnchen, die wir hier haben, dass die erstmal aus den beengten Verhältnissen am Hof rauskommen und hier ordentlich Platz haben. Die haben ja hier wirklich eine schöne Wiese hinter jedem Stall, die können raus und ja, freue mich. Endlich investiere ich. Ja, ich habe mit mir gehadert, die Hühner oder die Pferdchen. Also Ponys. Aber ich habe mich echt für die Hühner entschieden. Oh jo. Also sobald man an dem Bucher vorbeifährt, war es das hier. Das ist die Plane ab. Ja. Ich fahre mal wieder überall gegen. Versteht sich von selbst. So, dann gucken wir mal. Abladen. Andere Richtung scrollen. Machen wir. Null bestätigen. Und da sind sie schon. Das ist ja schön. Da freue ich mich. Endlich läuft ein neues oder das nächste Projekt, das nächste Vorhaben an. Bin ich sehr, sehr froh drüber. Muss noch einen zweiten CP-Kurs einfahren. Ich habe mit dem Wasserfass einen Kurs hierher eingefahren. Und werde dann nachher aber erstmal parken bei den hier an der Seite. Noch den Rückweg zum Hof einfahren. So, womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Wasser an. Das ist ja erstmal das Wichtigste, dass uns hier niemand verdurstet. So kleinen süßen Hühnchen. Dann fahren wir auch einmal eiskalt durch den Stall. Ja. Na Mädels? Ja, ist noch ein bisschen kalt an den Füßen, ja. Ich verstehe das. Ich verstehe es. Geht gleich weiter. Ihr kriegt gleich euer Stroh. So, dann fahren wir einmal hier im Kreis. Hier hinten gleich wieder rein. Beziehungsweise auf die Wiese. Ja,
Und ran ans Wasserfass. So, reicht schon, sehr schön. Ja, mal schauen. Bestimmt 10.000 Liter, wie immer, die hier reinpassen oder noch mehr. Oh Gott. Ich würde sagen, das ist mir noch etwas Wasser über. Ich dachte, ich werde jetzt auch erstmal nur den Stall hier befüllen, dass mal die Halle hier vorne voll ist. Ich mache mal die Tür auch wieder zu. Ui, da müssen wir uns aber beeilen. Und Bäume. So, und dann ist ja hier die erste Halle auf der rechten Seite, wenn man auf das Gelände kommt, ist ja diese Eierproduktion oder Eierverpackstation. Und die braucht auch Wasser. Und das füllen wir doch gleich mal hier auf. Sehr schön. Funktioniert, läuft, perfekt. Packen wir gleich wieder draußen, dass hier nicht alles auf dem Gelände steht. Und dann muss ich erstmal gucken, was ich noch alles holen muss. 500 Liter. Naja, tolles Ei. Eieiei. Ich weiß gar nicht. Ich glaube hier die Kükenstation, die braucht kein Wasser. Die braucht, glaube ich, kein Wasser. Die funktioniert so. Ja, wunderbar. Und hinten dran, bitte. So, dann holen wir uns unseren pottenkeimigen Bucher. So, dann halt. Den wollte ich mal hier stehen lassen, den Hänger. Und dann werden wir mal anschalten. Apfelkisten wollen wir nicht mehr. Quaderballen und X. Ich habe auf dem Herweg, das ist ja der Bucher von der Gemüseplantage, gleich erstmal noch, was habe ich mitgenommen? Gurken und Tomaten, die waren ja voll oder fertig und habe die gleich hier nochmal verkauft, nochmal 31.000 Euro gleich mitgenommen. Irgendwo, ach, kann man durchaus mal machen, ja. Ist ja jetzt, ja, sehr lohnenswert. So, bei der passt hier nämlich wunderbar rein. Und ich glaube, das war hier der Trigger. Ich weiß nicht, ob der sich verändert hat. Oh. Naja, gut. X. Ja, lassen wir den gleich hier drin liegen. Wäre ja eigentlich von Vorteil, ne? Dann packen wir den gleich hier in diesen Bereich mit rein. X, B, andere Seite. Und Z. Sehr schön. So, da haben die Mädels schon mal wieder warme Füße. Ist natürlich jetzt, wenn hier noch mehr Hühnchen dazukommen, viel zu wenig, ist mir schon klar. Aber gut, für die paar reicht es erstmal. Sieht ein bisschen kuscheliger aus. Sehr schön. So, dann gucken wir doch mal hier rein. Wir können ja hier, ja, gibt es ja ein paar Funktionen im Stall. Können wir das hier irgendwie aufmachen? Ist das dieses oder ist das hier der Lichtschalter? Ja, da lassen wir doch mal ein bisschen frische Luft rein. Perfekt. Hier können sie ja raus. Ist ja eh schon offen. Ich glaube, das kann man... Nein, kann man nicht zumachen. Also alles schön. So, wir sehen, wir brauchen Getreide. 8.000 Liter. Ja. Das werden wir auch tun. Jetzt überlege ich nur, ob ich Hühnerfutter kaufe oder am Hof mal gucke. Weil wir brauchen ja, wir brauchen eine ganze Menge. Wir suchen uns mal unseren, nein, nicht den, den auch nicht. Ist es er hier? Nein, er ist es auch nicht. Ach Gott, viel zu viel Fuhrpark. Yay, yay, yay. Ihn wollte ich haben. Ja, ja. Weil der fasst ja, glaube ich, genau 8.000 Liter. So, das war jetzt hier. Ich habe ja dort auch gar nicht die Möglichkeiten, irgendwas zwischenzulagern. Wir haben, glaube ich, auch gar nicht die Möglichkeit, Hühnerfutter herzustellen, oder? Liege ich da jetzt falsch? Ich glaube nicht.
Deshalb müssen wir hier auf Getreide zurückgreifen. Weizen haben wir nicht, Gerste haben wir. Dann nehmen wir das. Weil das restliche Getreide habe ich ja, oh, 8500, na toll. Habe ich mir immer fleißig zum Schrotmachen geschickt, damit wir hier mit unserem Schweinefutter mal vom Fleck kommen. Weil unsere Palettenbefüllanlage ist ja auch immer noch nicht in Betrieb. Und die nächste Ernte steht bevor. Aber ich wollte halt, bevor wir hier wieder loslegen müssen mit der Ernterei, wollte ich halt das schon mal erledigt haben. Ihr seht, es geht ja schon wieder los, fast fertig. Also einmal Mitternacht erleben und dann geht es schon wieder los mit der Ernte. Oh Mann. Ja, aber dann sind unsere Hühnchen versorgt, haben alles, was sie brauchen. Jo, und schauen wir mal. Gucken wir mal, was wir alles noch so hinkriegen. Ja, er bricht jetzt hier keine Geschwindigkeitsrekorde, brauche auch nicht. Ja, ich hätte jetzt auch den CP-Cross nehmen können, weil hin habe ich ihn ja schon. Aber ich werde nachher mit Follow Me den Weg zurück antreten, dass wir gleich alle auf einmal zurück haben. Und dann überlege ich, ob ich mir einen extra kleinen Bucher kaufe, der hier stehen bleibt. Braucht ja nur der vordere Teil sein, ohne Anhänger. Weil mit Anhänger muss man da drin jetzt, glaube ich, nicht hantieren. Aber wie gesagt, ich hatte den ja eh gerade von der Gemüsefarm hier runter geschickt zum Verkaufen, zum Landhandel. So, dass ich gedacht habe, ach komm, nimmst du den gleich. Und ich muss ja noch Eierkartons kaufen für die Eierpackstation. Und denke, da werde ich mir gleich noch einen Bucher hier für holen. Ich weiß noch nicht, in welcher Farbe. Vielleicht passend zu Küken oder so. Ein Gelb oder... ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Unsere Hühner haben ja keine Grundfarbe. Die sind ja alle kunterbunt. Also kann man sich da jetzt auch nicht dran orientieren. Kann mal gucken, ob wir ein schönes Gelb haben. Können wir ja gleich mal machen. Aber erstmal brauchen wir Futter. So. Und hinein. Ach, geht schon. Sehr schön. Na, perfekt. Das sieht doch gut aus. So, dann lasse ich den gleich mal hier stehen. Wenn ich nicht schon wieder randaliere, kann ich das durchaus machen. Hallo? Fahr bitte mal in eine Richtung. Entscheiden Sie sich bitte jetzt. Also sage mal. Naja, es ist noch zu früh. Es ist zu früh am Morgen. Ja, ja. So, den stelle ich jetzt hier ab. Und dann machen wir natürlich bei den Damen hier gleich die Tür zu, aber ich will mal gucken. Nein, wir haben noch keine Hühnerkiste. Geht noch nicht los hier, die Produktion. Na gut, bei 27 Hühnern wird das auch dauern, ehe mal so eine Kiste voll ist. Bei 200 Hühnern ging das relativ flott, muss ich sagen. Also da musste man schon einmal am Tag hier vorbeischlunzen. Oh, da ist die erste Kiste. Da ist sie schon. Yay! Klasse! Das gefällt mir gut. Klasse, klasse, klasse. Und zack. So, dann machen wir... huch, falsche Taste. Schnelles Laufen. Nein, 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 nein. Bin ich jetzt am Dings vorbei? Nein. So, hier wollte ich nämlich zumachen. Weil es reicht, glaube ich, wenn hier oben frische Luft reinkommt. Zugluft muss nicht unbedingt sein. Ja. So. Dann wird der Bucher hier wieder zurückgeschickt. Dann koppeln wir den hier mal an. Wieder an seinen Hänger. Fahren mit dem runter zur Straße und schicken den hoch zum Gemüsehof wieder. Da kann er ja fleißig auf uns warten. Den Kohl habe ich ja noch nicht... oh, das war nicht gut. Habe ich noch nicht mitgenommen. Das lief noch.
beziehungsweise muss ich da noch etwas fummeln, dass das dann wieder passt. Die Kohlköpfe noch vorkramen, die da noch irgendwo rumliegen. So. Aber er ist mit Anhänger ganz gut oben an der Gemüsefarm. Deshalb geht er da auch wieder zurück. Die Farbe war ja passend zu den Kohlköpfen angelegt. Das Kohlkopflila. So, und dann gucken wir mal. Wir haben ja hier irgendwo Landhandel Gemüsehof. Ja, hier sehe ich natürlich keine Kurse. Bringen wir ihn oder sie, er, sie, es, wir, ihr, sie. Ja, aktiviert. Gut, dann begeben wir uns zum Händler. Und zwar hierhin. Und wir kaufen zuallererst, brauchen wir ja was, womit wir transportieren können, einen Bucher. Was nehmen wir? Nehmen wir Orange, nehmen wir Gelb. Ach, guckt mal hier, so ein unverfängliches Gelb. Das ist doch schön. Das können wir machen. So, da brauchen wir auch nur, mit Plattform, alles schön, zurück. So, und dann müssen wir nach ganz vorne. Das müsste unter Map Additionals sein. Da wäre auch Chicken Feed. Hier sind die schönen Ballen. Und hier haben wir die Eierkartonpaletten. Haben wir. Klicken wir mal, was das Zeug hält. So, ich glaube, wir können nur zwei mitnehmen. Aber das ist ja nicht schlimm. Was wir haben, haben wir. So, eins. Quaderballen. Nö, wir wollen ein paar. Ich wieder. Ja, ich meine, ich hätte es jetzt vielleicht wieder mit Apfelkisten machen können. Da kann man ja alles auf einen Bucher hier wunderbar drauf packen. Aber nee, wir machen das jetzt hier mal ganz stilecht. Ach so, wisst ihr was? Dann machen wir doch hier gleich auch mal einen Kurs draus. Wir werden ja sicherlich von Zeit zu Zeit nochmal Kartons nachkaufen müssen. Und dann kann auch der hier schon mal immer fleißig vor sich hingondeln. Kostet ja nichts, ist ja Strom. Was ich sehr, sehr gut finde. Ist ja biologisch, ja? Also das muss man ja sagen. Wir können ja pseudomäßig hier eine Windmühle aufstellen. Das war sagen, wir produzieren unseren eigenen Strom. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Naja, wer weiß das schon so genau. Ja, da können wir das hier. Kann ich die immer hin und her schicken. Es ist ja auch alles Zeit, gerade wenn wieder geerntet und gegrubbert und was weiß ich gemacht wird. Denn weiß man manchmal nicht, was man so zuerst machen soll. Und wichtig ist ja, dass es den Viechern hier gut geht. Und ja. Ich meine, die Welt bringt jetzt Eier nicht. Ja, also das ist kein Rieseneinkommen. Da ist die Apfelplantage und der Gemüsehof deutlich einträglicher, muss ich sagen. Aber, ach mein Gott, was soll's. Die Map ist ja offensichtlich auf Tiere komplett ausgelegt. Ja, geht ja, naja, ist ja auch sehr viel da. So, dass wir das natürlich auch nutzen wollen, ja. Also mein Ziel ist es schon, hier jeden Viehzweig und ja, Industriezweig mal gemacht zu haben. Wie gesagt, Forst wird eins der letzten Projekte sein. Weil erstmal, ja, muss das hier gemacht werden. Ja, na klasse. Mal lieber schnell einen Meter zurückfahren. So, das war jetzt. Hallo? Schreibst du? Händler zum Hühnerhof. Enter. Klick, klick. Und dann fahren wir mal einen Meter vor, in der Hoffnung, dass das hier wieder aufgeht. Sehr schön. Und dann fahren wir hier rein. Wir haben zwar noch keine Eier, aber man kann ja schon mal alles parat stellen. Ne? Denn man weiß ja nie, wie viel Zeit man künftig haben wird. Ach, immer diese Bäume.
Also den ein oder anderen Baum werde ich sicherlich mal so beseitigen. Muss ich doch mal das Forstprojekt hier anfangen. So, hier gibt es ja so einen Trigger. Ich glaube, 5 oder 6 so eine Paletten kann man hier durchaus hinstellen. Die sammeln sich denn ja hier wunderbar. Sehr schön. Guck mal, 400. Ach, da kann man noch mehr hinstellen. Sehr schön. Also sehr schön. Wir haben Wasser, wir haben Pappkartons. Eigentlich fehlen uns jetzt nur noch die Eier. Und die werden ja da drüben produziert. Die brauchen wir, naja, brauche ich euch nicht erklären. Das wisst ihr ja. Hierhin, ja, die braucht man auch nur hier in diesem Bereich abladen. Ja, die werden dann auch hier hochgenommen, ganz automatisch. Tja, und die fertig verpackten Eier stehen ja dann hier. Also wir hatten ja schon mal, dass das hier randvoll war, dass ich schon da hinten in der Ecke dann stapeln musste. Also ist eine feine Sache, macht eine Menge Laune. Und ich hoffe, dass diesmal das mit den Küken bei uns funktioniert oder bei mir hier funktioniert. Denn das hat beim letzten Mal nicht funktioniert. Da habe ich die Küken da reingestellt und ja, das war's. Mehr ist da nicht gekommen. Gut, ich werde mal die Strohballen verladen, beziehungsweise hier hinten hinter den Dingern, also hinter den Hallen rechts, kann man jetzt nicht sehen, da ist ja so ein Unterstand. Und da werde ich jetzt alle Ballen hinbringen, sodass ich immer was auf Vorrat da habe. Und die mir hier nicht vorne die ganze Straße blockieren. Ein Teil kann man ja dann vielleicht auch mal hier rüber zu den Pferdchen schon bringen. Boah. Gut. Ich würde sagen, für diese Folge reicht es aber. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich sehr, dass wir unser erstes Investitionsziel erreicht haben. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut. Ciao.